Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fit Speeds Infinity Wolf Skyblock Expert Mode zusammen mit der stillen Blue Jenny, die immer noch da hinten ist. Ich glaube, viel schneller kriege ich es jetzt nicht mehr hin. Wir wollen mal ganz kurz uns angucken, wie viel wir brauchen. 1300 Thormium. Toll, ich habe mein Handy nicht. Wie viele Stacks sind das? 1300. Ah, okay. Dann so. Ich wollte gerade Jenny fragen. Taschenrechner. Ach. Rechner heißt es ja nur. 1, 2, 9. 1, 2, 9, 6 durch 64 sind 20 ein Viertel Stacks. Gut. Also. 20 ein Viertel Stacks. Komm, wir machen ein bisschen auf Vorrat lieber mal. Dann haben wir was, das sind 20 ein Viertel Stacks. Dann brauchen wir eine Chest. Ich übertreibe mal und nehme eine Diamond Chest. Und wir müssen das jetzt alles zu Mana Steel machen. Wow. Das war ein bisschen laggy. Zack. So. Das kommt alles jetzt hier rein. Und daraus machen wir jetzt Thormium. Dann Capacitor. Also ich will jetzt quasi dafür alles vorbereiten, dass wir dann nur noch das Awakened Draconium brauchen. Und dann ein Plutonium machen wir jetzt. Thormium machen wir jetzt. Terrasteel machen wir dann nächste oder übernächste Folge. Mal gucken. Das heißt, ja, mache ich gleich mal ein bisschen mehr. Dann haben wir auch genügend Mana-Steel. Na los, gib mir Mana-Steel. So. War's das? Ja, gut. Dann haben wir nämlich auch genug Mana-Steel. Und dann fehlt als einziges nur noch Terra-Steel. Ach, dafür brauche ich dann ja auch wieder Mana-Steel. Ja. Wie viel Terra-Steel waren das? 254. Das heißt, 256 sind 4 Stacks. Mana Diamond haben wir genug. Und was war das andere noch? Mana Diamond, Mana Steel und Mana Pearl, glaube ich. Das heißt, wir brauchen auch noch wieder ein paar Enderperlen mehr. Nehmen wir mal den hier. Der sieht voll aus. Der sah voll aus. Boah, nervt dieses Gepiepel. Na, gut, dann nicht. Dann mach du den Rest. Danke. Dann sollten wir dafür jetzt auch genug haben. Und dann machen wir jetzt weiter mit Technik und Angel Ring. Was hat Jenny denn geschrieben? Schnell reden mit Versprecher. Habe ich mich versprochen? Nee, habe ich nicht. Gibt keine Beweise. So, ich vermute mal, ja, das geht rapide runter. Aber wir haben auch einiges an Thormium schon. Okay. Okay. Dann hau ab. Los. Los, lauf. Wir wollen, da brauchen wir zwei Jetpacks für. Und hier. Energy Pack brauchen wir da. Aha, okay. Das heißt, wir brauchen hiervon 100 Stück einfach mal. Wir brauchen hiervon dann nochmal 100 Stück. Hä? Nein, keine 200, 100 nur. Wir brauchen einfach mal 100 von den Crystals. Und dann Gibin. Es wird Ewigkeiten dauern, bis das alles durch ist. Boah, der Ring wird ja mal lauter. Okay. Aber dann sollten wir jetzt in der Lage sein, einfach so zu machen und keinen einzigen Sickle zu haben. Toll. Warum nicht?
Auf was wartest du? Craft. Ach. Der muss jetzt mal die Basic Capacitor fertig machen. Shit. Ah, okay. Rubber Bar ist mit der Zeit gleich auch mal fertig. Aber. Dann lass uns mal demnächst einfach ein Tausender davon auf Vorrat machen. Ich hoffe, die blockieren sie jetzt nicht gegenseitig, die Rezepte. Doch, machen sie scheinbar. Oder? Ja, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt haben wir noch Glück. Dass der hier eigentlich soweit hoffentlich gleich durch ist. 99. Oh, meine Güte. Circuit. 100 Stück. Danke. Jetzt habe ich zwei Stück immerhin schon mal. Was brauchst denn du so lange? Ach, nerv. Ja. Wenn ich jetzt einfach so mache, ja, dann kommen da noch ein paar mehr dazu. Und wenn ich jetzt so mache, kommen dann noch ein paar mehr zu. Das heißt, es sollte eigentlich hoffentlich schneller gehen. Oder auch nicht, weil das immer noch Ewigkeiten dauert. Ja, das gibt's doch nicht. Ich will doch nur ein paar Circuits haben. Dann machen wir erstmal 10 Stück. Und dann nochmal 100. Und dann mach noch ein paar Basics hier. 1000 Stück, damit wir mal welche auf Vorrat haben. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier alles kaputt gemacht habe. Aber es wird schon soweit passen. So, du kriegst einmal das ganze Inventar voll. Und du kriegst das ganze Inventar voll. Da kommt noch genug nach. Oh, shit. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts kaputt gemacht, indem ich noch ein paar Sachen hier habe. Aber das soll mir jetzt egal sein. Wir kriegen Hauptsache schnell genug die Circuits. So, dann kann ich doch jetzt sicherlich weiter craften. Dass ich mir davon 4 Stück mache. Danke. Dann brauche ich das Zeug hier. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Carbon. Machen wir mal 100 Stück. Vielleicht übertreibe ich es auch einfach mal wieder. Na? Kannst du? Wie viel brauche ich davon? Oh, das reicht schon. Egal. Hä, was fehlt denn? Ach, die Iridium wahrscheinlich. Ja, davon haben wir keine mehr. Machen wir davon nochmal 2 Stück. Und wir haben die Ultimate Lab Packs. Haben zumindest 2 Sachen diese Folge schon mal geschafft. Dann geht's jetzt weiter. Electric Jetpack. Wir können Batterien craften. Und wir können auch Tincale craften. Ich möchte nicht nur einen craften, ich möchte gern 10 craften. Danke. Dann sollte es doch eigentlich machbar sein, dass ich es jetzt 2 Stück davon nehme. Und ich brauche Glowstone. Da kriegen wir natürlich nichts dran, weil die Draconium-Produktion quasi komplett da dran hängt. Aber das soll uns jetzt mal egal sein. So, was fehlt uns davon? Die Seitenteile. Was ist das alles? Warte. Iron Bars kann man doch auch automatisch craften. Ja. Hat er nur nicht angenommen. 2 Stück davon. Problem ist nur, wir brauchen noch 2 davon. Toll. Irgendwie nervt meine Maus gerade ziemlich. Und ja, ich könnte die eigentlich umtauschen.
Ja, ich habe eine neue liegen, aber ich komme da irgendwie nie zu. Oder ich ignoriere es einfach. Sagen wir es mal so. So, warum machst du keine Circuits mehr? Weil der Auftrag davor gerutscht ist. Kannst du denn jetzt einfach mal 100 Circuits machen? Nein, nicht mal jetzt kriegst du es hin. Weil immer noch zu wenig Capacitor sind. Ernsthaft? Ich reg mich nicht drüber auf. Naja, tue ich eigentlich schon. Aber nein, ich reg mich nicht drüber auf. Das heißt, davon brauchen wir noch mal zwei Stück. Vor allem selbst die Crystal gehen schneller. Warum? Wir haben dann noch ein Pack. So ein Energiepack. Oh. Ich habe mich scheinbar da verklickt. Zwischendurch irgendwann mal. Auch gut. Na, so. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt alles haben, damit wir genau zwei Stück von denen haben. Wie weit ist der Diamond Spike? Weil dann, wenn es gut läuft, kriegen wir es nämlich noch hin, heute. Aua. Das zu automatisieren. Kannst es einfach irgendwo hinstellen. Oder einfach ins Armeesystem schmeißen. So. Dann brauche ich 4000 Glowstone. Wie viel bringt denn ein Glowstone überhaupt? Ein Glowstone bringt 250. Das heißt, vier Stück bringen ein, das heißt 32 müssten das sein. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, was wahrscheinlich ist. So. Auf geht's. Zack. Und habe ich mich verrechnet? Nö, habe ich nicht. Gut. Dann habe ich die beiden. Und der Regen ist echt verdammt laut gerade. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll in der Aufnahme. Und ich habe mich doch vertan. Oh, wir haben nicht mal die Thruster automatisiert. Shit. Da fehlt uns so ziemlich alles Schwere für. Ach du Kacke. Electrum Gear und Electrum Blend. Electrum Blend 10 Stück. Und machen wir nochmal ein Electrum Gear. Na. Hallo. Ich möchte gerne das Gear fertig haben. Danke. Dann so. Und ein Eimer mit Redstone fehlt noch. Das heißt, 10 davon. Oder haben wir das automatisiert? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Das heißt, 10 da, ein da. Und wir haben den zweiten Flux Thruster. Normalerweise braucht man die, glaube ich, um Jetpacks zu machen, oder? Genau, dafür hat Jenny die schon mal gebaut. Und ich habe die Glowstone-Dinger vergessen. Na. Und Maus, hör jetzt endlich auf zu spinnen. Meine Güte. Dann wieder einen halben Stack Glowstone. Und ist ja nicht so, als ob das echt sinnvoller gewesen wäre, wenn ich es auf der anderen Seite hingestellt hätte. Na los, dann kann ich ihn auch noch mal reinpacken. Danke. So, dann brauchen wir jetzt noch die Solarium Thruster, genau. Und das sind, glaube ich, jetzt ein bisschen aufwendigere Sachen. Vibrant Crystal haben wir automatisiert, ja. So.
Dann brauche ich Dark Silurium. Das ist Dark Steel, Silurium und Pulsating Crystal. Pulsating Crystal haben wir auch nicht automatisiert. Davon brauche ich 4 Stück. Silurium brauche ich 4 Stück. Und Dark Steel brauche ich 4 Stück. Ui, haben wir noch 11 von. Könnte knapp werden demnächst. Dann Induction Smelter und gib ihn. Mach mal was. Tu was für dein Geld. Und wir brauchen da den zweiten von. Ich bin fast fertig, Jenny. Zwei Teile noch. Sofern der Diamond Spike fertig ist. Dein Ernst? Wir sind mitten in der Aufnahme. Was macht sie? Monitor putzen. Ich frag nicht nach. Also, wir brauchen mehr von den Dark Silurium. Mist. Dark Steel ist Obsidian mit Refined Iron. Crushed Obsidian machen wir mal 100 Stück. Na los, 64 will ich haben. Ich hoffe, das reicht dann auch. Weil dann habe ich 16 Dark Steel wieder. Mit 16 davon im Induction Smelter. Weil ich vermute, dass der schneller ist. So, ich breche jetzt einfach mal ganz kurz alles ab. Was ist hier noch so drin? Hier sind immer noch die Redstone-Teile, die gemacht werden. So, das breche ich aber auch mal ab. Und die Circuits sind mir jetzt eigentlich auch egal. Ich habe genug davon jetzt. Das heißt aber, wir brauchen insgesamt 6 pro, 4 habe ich jetzt schon gemacht. Das heißt, wir brauchen noch 8 Dark Silurium. Ja, das war irgendwie klar. Ich hoffe, dass das Pulsating-Zeug reicht so lange. Na, hat gereicht, gut. Dann Solarium. Noch wieder 8. Und Dark Steel. Könnte ich eigentlich auch mal automatisieren, aber ich glaube, das lohnt gar nicht mehr. So viel werden wir, glaube ich, gar nicht mehr mit dem Zeug hier machen. Und wir sind jetzt bei 18 Minuten, da würde ich sagen, wir machen hier doch nochmal einen Cut. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da, etc., etc. Und bis zum nächsten Mal, wo wir dann den Angel Ring fertig haben und damit das nächste Achievement. Bis dahin, ciao, ciao.